Was für ein Anblick. Die Welt ist eingehüllt in schwarzen Wolken. Überall lauern Monster und es scheint alles verloren zu sein. Und damit willkommen zurück. Der letzte Part war ja ein bisschen ruhiger, kann man sagen. Sehr, sehr cutscene-lastig, klar. Natürlich. Es ist auch ein bisschen schwierig, in der Tat, sich so seine Gedanken zu machen erstmal. Ich meine, im Prinzip haben wir versagt, aber mal gucken, was passiert, ne? Mal gucken. Ich denke, das Spiel hat schon noch einiges für uns in petto. Trotzdem relativ krass. Ich meine, eine Sache muss ich schon sagen, es war echt schon recht offensichtlich, dass eine Art Twist da oben passieren muss. Zwingend. Nur die Art und Weise, wie es jetzt umgesetzt wurde, die war dann schon doch ziemlich, ziemlich gut. Das hat mich doch überrascht, dass man gar so weit geht, ne, und hier so ein Szenario uns präsentiert. Sehr beeindruckend. Eine Sache, der Part heute, ein bisschen Verzögerung, nämlich gab es schon wieder mal ein Update für das Spiel. Und ihr wisst ja, wie das bisher war, da hat es immer den Orchestermod mit zerlegt. Und da will ich dann keinen Bruch drin haben. Aber inzwischen hat auch der ein Update bekommen, da der braucht jetzt keine externe Datei mehr. Und sollte jetzt immer mit jedem weiteren Update auch funktionieren. Ich sammle hier nur gerade ein bisschen Loot noch ein nebenbei, weil ich ein bisschen was zu erzählen habe. So, nebenbei, ich nutze mal kurz die Anfangszeit hier. Für alle, die Interesse haben an etwas anspruchsvolleren Videoformaten, mal abseits von LPs und so weiter. Also meine Kollegen bei Game Gladiators, ja, das ist noch so ein anderer Kanal, wo ich halt mit dabei bin. Ne, wir sind da zu dritt aktiv und wir machen da Reviews und so weiter. Dort wurde jetzt ein Dragon Quest 11 Review veröffentlicht. Ne? Keine Sorge übrigens, das ist für mich immer noch ein Blind-LP. Ne? Meine Kollegen sind dafür hauptsächlich verantwortlich. Ist nur ein bisschen Videomaterial von mir mit drinnen von dem LP eben. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Würde bestimmt auch meine Kollegen freuen und natürlich mich auch ganz besonders darüber. Wenn ein paar von euch vorbeigucken könnten, wäre das mega nice. Es gibt auch Reviews zu Dragon Quest 7, Dragon Quest 8 und vielen anderen Spielen dort. Also nur abseits von LPs, vielleicht ist das ja was. Keine Sorge, wir spammen euch auch nicht die Abo-Box zu. Bei uns ist nämlich nicht wirklich immer viel gegeben. Es sind ja anspruchsvollere Formate. Und die brauchen natürlich ihre Zeit. Aber generell, ne? Ich will das einfach mal hier im LP noch erwähnen. Denn das könnte für manche interessant sein. Und zudem habe ich das vorher auch noch nicht großartig gemacht. Nur mal auf meinem Discord-Server. So, Leute. Wir müssen eigentlich, ja, ins Umland von Heliodor, nicht wahr? Okay, das heißt, das wird ein bisschen dauern. Und ich hätte mir eigentlich mein Pferd krallen können. Aber gut. Dann laufen wir eben. Passt ja auch. Ist in Ordnung. Find's trotzdem sehr, sehr, sehr gut gemacht alles hier. Hammer. Richtig cool, dass jetzt alles so in Finsternis gehüllt ist und ein sehr verzweifeltes Szenario. Nur die Kuh, die wird verschont, Leute. Die Wetterkuh ist immer noch da. Ein klarer Himmel. Spekulieren kann sie. Wirklich klar. Ja, das ist vielleicht optimistisch, ne? Vielleicht können wir ja was reißen. Das ist eine Prophezeiung von der Wetterkuh, Leute. Alles wird wieder gut, wenn der Himmel wieder klar wird. Naja, mal sehen. Wir sind ja anscheinend auch dann wirklich nachts angekommen. Oder ich weiß nicht, ob es tagsüber dann auch alles dunkel ist. Wir werden sehen. Aber ich fand es auch ganz cool, dass die so quasi nochmal dieses Reich unter dem Meer mit eingebaut haben. Das ergibt ja durchaus Sinn, dass man sich dorthin zurückzieht. Also quasi nicht so leicht hinkommen. Gegengiftkraut, okay. So wie auch immer. Jedenfalls wisst ihr Bescheid, ne? Zum einen mal zur Orchestermod. Das ist jetzt auch ein bisschen einfacher nochmal mit dem Installieren, wer sich da schwer getan hat. Einfach auf die Steam-Seite mal gucken, findet man eh sofort, wenn man nach Orchestermod immer guckt. Ist natürlich alles auf Englisch, aber ihr braucht jetzt keine komische Echse mehr nebenbei laufen. Das geht jetzt einfach nahtlos, direkt. Ah ja, das Umland von Heliodor. Oh, meine Güte. Überall sieht man jetzt auch hier, wie Dinge in Brand gesteckt wurden. Was wohl das Werk eines Drachens oder so ist. Naja gut, vielleicht ist auch einfach, wow, alles krass. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Tja, ich würde sagen, da ist nichts mehr zu retten, was? Boah, das hat mich jetzt schon ziemlich überwältigt gerade. Hier ist auch niemand mehr da. Steht alles noch rum. Wobei natürlich auch nicht alle Monster normalerweise böse sind in Dragon Quest. Das ist ja das andere. Bin mal gespannt, ob es auch ein paar gibt, die sich auf die Seite der Menschen schlagen. Puh, wie einfach alles brennt, Leute.
Heftig. Richtig heftig. Die letzte Bastion, das ist schon interessant. Ja, ja, quasi zurück in die Heimat. Da Kieslingen auch relativ so am Ende der Welt ist. Hat sich das wohl angeboten. Schön. Gehen wir rüber. Na, was heißt schön? Keine guten Erinnerungen daran geknüpft. Zudem, es stimmt schon, das wurde auch mal in die Kommentare nochmal geschrieben, ne? Da habt ihr auch auf jeden Fall recht. Das ist ein bisschen komisch, dass die quasi alle jetzt tot sein sollen. Also ich meine davor schon. Mit Kieslingen. Als man sich quasi daran gewagt hat. Das Dorf in Schutt und Asche gelegt hat. Dass der Hauptheld das nicht weiter hinterfragt hat quasi, ob da nicht doch noch jemand leben könnte etc. Finde ich auch irgendwie amüsant, um ehrlich zu sein. Aber gut, wir sind halt nun mal ein stummer Protagonist. Oha, hoho, guck mal da drüben. Heliodor, aber es stimmt schon, Moment mal, das kommt mir gerade, ne? Das könnte vielleicht unser erstes wichtiges Ziel dann sein. Sieht das anders aus als vorher? Ich glaube nicht unbedingt. Also mal abgesehen vom Nebel natürlich, das ist ja offensichtlich, aber das ist ja nicht sein eigentliches Schloss, oder? Von unserem Oberbösewichten. Denn das schwebt ja eigentlich über Yggdrasil. Das heißt, dort könnte sich jemand anderes eingenistet haben. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber mal sehen. Das ist echt krass, dieser Bruch einfach. Man hat sich auch wirklich viel Mühe gegeben, nochmal extra ein bisschen was anders zu gestalten. Und nicht einfach nur plump, ja, jetzt ist es von dem Bösen kontrolliert. Jetzt sieht aber alles noch genauso schön aus wie vorher. Nee, das Spiel macht ernst. Das sieht halt echt dramatisch aus, wie das hier alles glüht und so. Sehr beeindruckend. Aber wir nähern uns jetzt der letzten Bastion und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Wir sind ja noch alleine, das muss man ja auch noch bedenken. Was ist mit unseren Gefährten passiert? Ob wir irgendeinen wieder treffen werden jetzt gleich? Da bin ich schon sehr gespannt jedenfalls. Boah, wie das Wasser rauscht. Boah. Aber bald sind wir da. Bald werden wir hoffentlich unsere ersten Antworten finden. Nicht, wenn wir von diesen Felsen aufgehalten werden. Hey, warte, da ist ja eine Person, oh mein Gott. Wisst ihr, ich bin schon seit Monaten hier stationiert und außer euch hat es noch niemand allein bis hierher geschafft. Ihr könnt ganz offensichtlich gut auf euch aufpassen. Nun, es wird euch jedenfalls freuen, dass ihr jetzt in Sicherheit seid. Wenn ihr nach Süden geht und das große Tor durchquert, seid ihr in der letzten Bastion. Dort findet ihr weitere Überlebende. Oh. Jetzt ist also Wache und es hat noch niemand geschafft außer uns. Krass. Hier durchzukommen. Zumindest seitdem er stationiert ist. Wir wissen ja nicht, wie lange das ist. Huh. Meine Güte, wie auch einfach alles brennt. Alles in Schutt und Asche gelegt. Na gut, es ergibt auf jeden Fall Sinn, dass sie sich hier niederlassen. Das ist schon interessant. Dass Kieslingen dadurch noch eine besondere Bedeutung hat. Oh, ein Finsterzweig, das ist neu. Vorher waren es immer zierliche Zweige. Oh, guckt mal, wer da ist. Der freut sich, ha? Das ist ja schön. Na hallo, Kollege, ha? Aber das ist unlogisch, hallo. Ich meine, das ist ein Hund. Für den müssen wir gefühlt 20 Jahre weg gewesen sein. Der müsste uns jetzt erstmal umspringen eigentlich normalerweise, aber okay. Gut. Wie auch immer. Wuff, wuff, wuff. Wenigstens ein bekanntes Gesicht. Ich find's auch lustig. Also da hat Akira Toriyama ja auch genau denselben Stil. Ne? In Dragon Ball Super gibt's doch auch noch den einen Hund, der sieht exakt genauso aus. Oh Mann. Na? Der freut sich, ist doch schön. Ich mag die Animation. So schön realistisch gehalten, wie sich dieser Hund bewegt. Man darf sich an diesen Dingen erfreuen. Mal sehen, ob dieser Anblick... Ja, es hat sich einiges getan zumindest. Durchaus ein bisschen erfreulicher. Ah! Sandy, there you are. And where did you run off to, might I ask? Sieh mal einer an. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einige gefangen genommen haben. Ich weiß nicht, ob sie alle gefangen genommen haben, aber ich meine, es wäre logisch, dass sie sich danach aus Heliodor verkriechen und die Gefangenen auch mitnehmen natürlich. Aber ein schöner Anblick für unseren Helden natürlich. Dass die noch lebt, ist ja wirklich unglaublich. Oh, oh my, it's really you, isn't it? You're alive. And you've come back to us. Oh, I've been so worried, especially after
Well, we heard such awful things. Oh, Sandy, you're right, of course. This is the best news I could have hoped for. And here I am, blubbering like a baby. Welcome home. Bin mal gespannt, wer sonst noch überlebt hat. It's not quite the cobblestone we grew up in, is it? No, we've been through a lot. After you left, this terrible man named Jasper came. I'll never forget his eyes. They were so cold. He rounded us all up in the center of the village and then he ordered his men to kill us. Wow, er war also wirklich eiskalt, kann man sagen. Kein Erbarmen, nichts. Einfach abschlachten wollte er sie. But we were lucky. Not everyone is as cruel as Jasper. No, another soldier came and told him to stop. He said there was no need to take our lives. But that didn't stop them burning the village to the ground and locking us all up in the castle. Still, that one good man made sure we came to no harm. Nun, zumindest bestätigt sich damit, sie haben sie also wirklich einfach eingesperrt dann. Aber es ist natürlich klar, wer der andere war. Würde ich mal sagen. Ich meine, einen einfachen Soldaten hätte er sich ja auch nicht ergeben da. Der hätte kein Wort zu sagen gehabt gegen Euklas, das ist natürlich klar. Sorry, Sandy, you're right. He's just got home after a long journey. He doesn't want to hear me blathering on. Come on, let's go and see the one person who'll be even happier to see you than me. Na, es ist die Mutter natürlich, oder? Hm? Bestimmt. Ganz, ganz klar. Hier entlang, Chris. Jo, erstmal ein bisschen reden nebenbei. Früher stand hier eine Kirche, doch sie wurde zerstört. Aber keine Sorge, wir haben im Hauptbereich der letzten Bastion eine Kapelle gebaut. Es ist dieser Tage ohnehin zu gefährlich, die Glocke zum Morgengebet zu läuten. Fehlen tut es mir allerdings trotzdem. Ja, und da haben sie sogar Kanonen und was weiß ich. Gut vorbereitet zumindest. Alles noch gerettet, was man retten kann, um sich vernünftig zu verteidigen. Aber mal sehen. Zum Hauptbereich der letzten Bastion geht's hier durch. Wenn ihr was zu essen, Waffen oder sonst was braucht, werdet ihr dort fündig. Bin ich mal gespannt, was sie anzubieten haben. Ja, gehen wir erstmal weiter. Wir haben ja eh eine ganze Menge vor uns wahrscheinlich, wenn wir uns sorgfältig umsehen wollen. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Ah, da drüben wartet sie schon. Nur das, was uns auf dem Weg so begegnet. Wir sind erledigt, ich sag's euch. Alright, na komm. Hier entlang, Chris. Das wird sie freuen. Come on, girls, put your backs into it. The boys are out there doing the fighting, so it's up to us to keep the home fires burning. Sorry to interrupt, Amber, but I've got big news. Hello, Gemma, love. What's got you so excited, hmm? Well, you're not going to believe this, but there's someone very special here to see you. Na? My little soldier. Oi, I just can't believe it's you. After all the awful things that happened, I was sure you were... When the disaster struck, so many people lost their lives. The sun vanished, and those terrible monsters appeared all over the place. Even those of us who were lucky enough to survive were so drained and desperate that we almost lost the will to live. And then the hero appeared just when we needed him. He did all he could to help people, no matter who they were or where they were from. He fought off the monsters and brought everyone here to safety. Without him, I dread to think what would have become of us. And now, thanks to him,
The place you once knew as Cobblestone has become the last bastion, humanity's safe haven in a world beset by darkness. Would you believe we've even got the King of Heliodor camped out here? Das ist interessant. Er war ja die ganze Zeit besessen. Mal sehen, was er zu sagen hat. Look, I know he was the one who ordered the village to be burned, but I'm sure he had his reasons. Things aren't always as they seem, love. Mm-hmm. He may be the last person you want to see, but you should go and talk things through with the king. Your grandfather would have wanted you to at least try. Just pop your head round the door of his tent, will you, love? For me. It's the one in the middle of the camp with the two flags. And be polite. Natürlich sind wir das, natürlich. Wir sind ja selber schon ganz gespannt, was er zu erzählen hat. Wo mir gerade kommt, weil ich jetzt nochmal hier Gemma höre, oder Sandra ist es im Deutschen, ne? Glaube ich. Gewesen, wir gucken nochmal kurz nach. Genau. Hat die eigentlich dieselbe Voice Actress wie Fiora aus Xenoblade, oder bilde ich mir das jetzt ein, oder auch wieder eine verdammt ähnliche Stimme? Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, das kann gut sein. Aber wir überprüfen erstmal alles einzeln. Auf dem Steg hinter dem Zelt sitzt so ein kleines Mädel. Ich mache mir richtig Sorgen um sie. Sie sagt, sie hat keine Familie mehr, zu der sie nach Hause könnt. Also sitzt sie den ganzen Tag da und guckt auf den Fluss. Aber das Ding macht eine richtig schwere Zeit durch. Ich würde ihr ja Gesellschaft leisten, aber ich habe hier alle Hände voll zu tun. Hätte nicht vielleicht ein Minütchen Zeit für die Kleine? Das können wir uns natürlich ansehen. Sonne, 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 Wonne, 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 zu früh? Hä? Was? Weil es keine Sonne mehr gibt oder was, die durchscheinen würde. Naja, mal sehen. So, ach so, das war die aus der Cutscene, ne? Krass. Als Yggdrasil fiel, habe ich alles verloren. Meine Familie, meine Freunde, einfach alles. Ich wollte in meinem Leben noch so viel unternehmen, aber das kann ich jetzt wohl vergessen. Tja, jetzt ist der Held ja wieder da. Mal sehen, was wir nicht alles bewirken können. Ah ja, eine Bank gibt es hier. Moment. Oh. Hätte ja sein können, dass das trotzdem eine Kiste ist, die man öffnen könnte. Muhahaha. Es ist das einzig freie Zelt im ganzen Lager. Wenn ihr euch hier etwas ausruhen wollt, dann tut euch keinen Zwang an. Es schmerzt mich ja sehr, euch um Geld bitten zu müssen, aber im Moment geht es leider nicht anders. Also könntet ihr vielleicht ein paar Münzen entbehren, damit wir unsere Unkosten decken können? Wow, nur 10 Gold kostet das. Aber ich muss gerade gar nicht. Ehrlich gesagt, noch nicht. Okay, alles klar. Einfach nur ein paar Betten, ein einfaches Zelt, nichts Außergewöhnliches. Ich will da nichts vormachen, Schätzchen. Ich habe schon bessere Zeiten erlebt, als alles im Bach untergegangen ist. Aber ich habe mich zu allem Übel auch noch, habe mir den Knöchel verdreht. Aber keine Sorge, mir wird hier schon nicht langweilig. Mit dem Tanzen wird das zwar nicht, erstmal nichts, aber mit Handarbeit kenne ich mich auch ziemlich gut aus. Mein altes Mütterchen wollte immer, dass ich mal eine anständige Hausfrau werde. Daraus ist zwar nichts geworden, aber um das stundenlange Üben mit Nadel und Faden bin ich jetzt richtig froh. Kümmern sich hier alle. Die Kleidung. Ich helfe den Erwachsenen schon den ganzen Tag, aber jetzt mag ich nicht mehr. Ich würde viel lieber am Fluss spielen. Aber es ist ja so kalt und öde. Unmöglich. Ihr seid doch Chris, stimmt's? Was für ein glücklicher Zufall, an so einem rustikalen Ort jemanden wie euch zu begegnen. Ich bin natürlich Dietrichs Gattin. Er liebt es ja so sehr, uns allen die Geschichten über eure gemeinsamen Abenteuer mit Eric zu erzählen. Wenn ihr einen Augenblick Zeit hättet, wäre er gewiss überglücklich, euch zu sehen. Er hat immer noch einen vorzüglichen Geschäftssinn und handelt im westlichen Teil des Lagers mit verschiedenen Waren. Ah, der Dietrich. Sieh mal einer an, das ist schon eine Weile her. Wie bitte? Was wir da nähen? Nun, das ist eine gute Frage. Wir nähen den Stoff, aus dem die Träume von einer besseren Zukunft sind. Ach, was fasel ich da nur? Ich muss euch ja unglaublich albern vorkommen. Ein bisschen. Ach, ich erinnere mich noch ganz genau, wie es früher einmal war. Ich saß mit meinem Liebsten in der Sonne und wir redeten über all die Dinge, die wir in Zukunft noch unternehmen wollten. Das alles erscheint mir jetzt nur noch wie ein ferner Traum. Weißt du, deine Mutter ist uns allen eine große Inspiration gewesen. Als wir fast schon aufgeben wollten, hat sie uns gesagt, wir sollen uns zusammenreißen, weil der Kampf noch nicht verloren ist. Sie hat mehr Mumm als jeder andere von uns. Es überrascht mich nicht, dass sie einen Sohn wie dich großgezogen hat. Da sieh mal einer an. Und der hier? Ich kann die Hand vor Augen nicht sehen. Na, achso, ja, natürlich. Ich verstehe. Es ist immer ein Problem mit ihrer Kopfbedeckung, nicht wahr? Wie viele diese einfach tragen, das ist schon irgendwie witzig.
Ist es so mitten in der Nacht oder früher Morgen? Es lässt sich einfach nicht mehr genau sagen. Wenn das so weitergeht, weiß ich bald nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Ach, wo soll das alles noch hinführen? Was haben wir hier? Oh, du bist aber ein fescher Bursche. Oho. Hier, die Süße, ihr gehört mir. Versuch bloß nicht, mir nicht wäre zu kommen, klar? Oh, und hier. Mit Baby. Und wieder dasselbe Gesicht. Am Tag, als Idrasil fiel, habe ich das arme Baby in Heliodor gefunden. Das arme Ding hat sich die Augen ausgeweint. Das Haus seiner Familie war bis auf die Grundmauer niedergebrannt, aber seine Mutter konnte ihn doch irgendwie retten. Sie hatte leider nicht so viel Glück. Wie traurig. Ich weiß noch nicht einmal, wie das Würmchen heißt. Nun, dann werden wir uns wohl einen neuen Namen für dich ausdenken müssen, nicht wahr, mein Schatz? Oh je, oh je. Natürlich, keine besonders gute Stimmung hier, logischerweise. Alle haben ihre eigenen Probleme und teilen auch ihre Probleme. Alles klar, Boss. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber ich war mal ein berühmter Taschendieb und hab die Leute im Schlaf um ihr Kleingeld erleichtert. Tja, keine Angst, ich hab ein neues Leben angefangen. Meine Zeit als Dieb ist vorbei, ehrlich. Ich pass jetzt bloß noch auf diese Kleine hier auf. Das arme Ding hat seine Eltern verloren. Die waren wohl feine Leute, also nenne ich das Mädel ihre Durchlaucht. Na sowas. Der Mann da hat ein unheimliches Gesicht, aber eigentlich ist er richtig nett. Er hat gesagt, dass er mir hilft, ein Kätzchen zu finden, wenn der Himmel wieder blau wird. Mhm. So, und hier hat man sich's gut gehen lassen. Hauptsache in all der Not noch die Suppe kalt werden lassen. Ihr seid mir ja welche, meine Güte. Diese Suppe wird gegessen. Wer hat die stehen lassen? Der kommt sofort her. Einmal Durchsage. Durchsage machen. Geht so nicht, hallo? Anrücken bitte. Ich habe im Leben bislang nichts Schwereres als ein Sektglas gehoben und jetzt muss ich die Felder bergern. Haben die denn keine Ahnung, wer ich bin? Sind niemand bereit, dieses alberne Gerät an meiner Stelle zu schwingen? Ich biete auch eine stattliche Belohnung. Nein, wirklich niemand. Ja, ja, jetzt muss er anpacken. Da wird's dann immer besonders hart, ne? Ist schon klar. So, was haben wir hier alles? Lasst mal sehen. Aha, der lässt sich's gut gehen. Ihr kennt doch Ritter Ritter Hendrik, nicht? Und den zweiköpfigen Adler auf der heliodorischen Flagge auch. Hab gehört, die zwei wären genauso dicke miteinander gewesen wie die Köpfe von dem alten Vogel. Die zwei sind unsere Helden und strahlen Vorbilder, aber jetzt ist Ritter Euglas plötzlich verschwunden. Komm zurück, Ritter Euglas, wo immer ihr auch seid. Ja, ja, wie immer die besoffenen Soldaten. Es heißt von Ritter Euglas, fehle sein Idrasil stutzt jede Spur. Ich frag mich, wo er wohl ist. Solchen Tratsch liegt natürlich weit unter meiner Würde. Ihr werdet das nie im Leben nicht glauben. Anscheinend soll König Karneol von einem Monster besessen gewesen sein. Entschuldigt, junger Mann, aber ich führe hier eine private Unterhaltung. Aha. Voll privat, geht auch keinem was an, ich verstehe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Euglas vielleicht in Heliodor dann drinnen ist, ne? Das ist ja quasi so der direkte Untergebene. Oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das noch ist, aber es wäre zumindest eine passende Belohnung vielleicht für ihn, ne? Wie man sich das vorstellen würde, nachdem er ihm so gut gedient hat. Ich diene nun schon seit 20 Jahren bei der heliodorischen Wache und habe eine solche Finsternis schon einmal erlebt. Das erste Mal nämlich, als Eschenburg zerstört wurde und Prinzessin Shade verschwand. Im Rückblick muss ich sagen, dass das ganze Unheil damals vermutlich begonnen hat. Wäre die Prinzessin bei ihrem Vater gewesen, hätte sie ganz sicher bemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Wer weiß, vielleicht hätten wir ja irgendetwas unternehmen können. Ach, was für eine Tragödie. Oha. Aber ich bin auch mal gespannt, wie es dazu kam eigentlich. Wie konnte er sich dort einschleichen quasi und dafür sorgen, dass die Sache so eskaliert? Und anscheinend ist das wirklich um einiges größer. Mittlerweile. Erstaunlich. So, auch hier wieder einige Betten. Oh. Es ist schön, dich wiederzusehen, Chris. Tut mir leid, dass du in Heliodor solchen Ärger hattest. Ich hätte dich niemals gehen lassen, wenn ich das gewusst hätte. Hoffentlich kannst du mir vergeben. Die Gefangenschaft im Schloss war sehr schwierig für uns, aber der Held hat darauf geachtet, dass uns niemand misshandelt. Dann fiel Idrasil und über Erdwia brach die Hölle herein. Außer uns ist niemand mit dem Leben davongekommen. Ach, und wie furchtbar es doch um die Welt bestellt ist. Wie konnte der Geist des Landes das nur zulassen? Warum hat er uns im Stich gelassen? Am Tag, als Idrasil vom Himmel gefallen ist, waren ich und meine Kumpel gerade beim Verstecken spielen. Ich habe jeden Stein in der Stadt umgedreht, aber ich konnte nicht einen von ihnen finden. Hätte ich mich doch nur noch mehr angestrengt, dann wäre ich vielleicht doch noch auf sie gestoßen.
Oh Mann, oh Mann. So, wen haben wir hier? Auf der ganzen Welt konnte niemand besser kochen als meine Frau. Ich war der größte Glückspilz in Erdria und jetzt ist sie fort. Ich gebe mir Mühe, das Lachen nicht zu verlernen, aber... Oh, da hat er die Gabeln, vor allem. Der haut wohl einfach der Reihe nach so rein, sticht immer zu und dann noms, noms, noms. Ich verstehe. Oh Mann, oh Mann. Hey, was haben wir denn da eigentlich? Es ist Loot. Ein Finsterzweig. Schon wieder. Ah ja, da ist die Kapelle übrigens. Oben im Schloss war ganz schön fast los. Alle sind durchgedreht und haben Zeta und Mordio geschrien. Ich wusste nicht, ob ich das überlebe. Aber so ein richtig kleiner Held hat mich gerettet. Toni hat er geheißen. Dank ihm habe ich gemerkt, dass ich mich zusammenreißen muss. Ohne den Kleinen hätte ich es nie und nimmer hierher geschafft. Jetzt ist er mein bester Freund. Und hier sind alle total nett zu mir. Und ich dachte schon, es gäbe keine Hoffnung mehr. Chris, du bist es wirklich. Ich habe doch gewusst, dass du zurückkommst. Ich war mir ganz sicher. Als wir im Schloss waren und es diesen großen Knall gab, hatte ich große Angst. Aber dann habe ich mich daran erinnert, wie du den Monstern und Hühnern getrotzt hast und mir ein Herz gefasst. Und ich war tapfer. Ich habe Leuten geholfen, die verletzt waren, damit sie es nach Hause schaffen. Ich wollte dich stolz machen, Chris. Ja, das ist ja mal ein Fleißiger, ha? Sauber, sauber. Das sieht man doch gerne. Oh, es gibt halt auch wirklich nichts mehr hier drin, oder was? Doch, ein Wundermittel. Immerhin etwas. Die Truhe hier wurde auch schon geplündert. Ich werde hier speichern und beim nächsten Mal werden wir uns weiter umsehen und natürlich König Karniol befragen, etc. Hier erwartet uns sicherlich noch einiges, was spannend sein wird. Vor allem, ich will wieder Kollegen haben. Lasst mich nicht allein. Nein. Wir werden sehen, Leute. Jedenfalls, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest XI.